Ja, da sind wir wieder. Soll ich oder soll ich nicht? Nein, du sollst. Soll ich oder soll ich nicht? Lass den armen Kerl in Ruhe. Der, soll ich? Der verdient doch redselig sein Geld. Ja. Indem er Waffen verkauft. Ja. Das ist eine sehr noble Art, Geld zu verdienen. Auf jeden Fall. Gegenstände zu verkaufen, mit denen man andere peinigen und umbringen kann. Ja. Oder bedrohen. Und peinigen. Ja. Oh, guck mal nochmal. Ein Goodie. Oh. Aufstoßen ist fies. Huch. Was passiert denn jetzt? Oh je. Das sieht aber ja nicht gut aus. Ja, da hättest du doch einfach rennen können, oder? So athletisch da durchspringen. Rapido! 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 Das finde ich auch noch bei Resident Evil 4 besonders, diesen Gegner. Und bei 5 ist es einfach total belanglos, ja, ja. Dass die einem da eingepackt haben. Das ist so. Keine Ahnung, ist einfach nur da. Ich hätte ja wenigstens noch so ein bisschen Style mit der Umgebung und so. Wie die wegkriegt. Luli, Luli. Ja, das ist so, wow. So geil, oder? Scheiße. Und jetzt sind wir in-game. Ah, ist ja eigentlich kaum Unterschied. Auf dem GameCube hat man schon gesehen, dass die Videos eine höhere. Ich glaube, ich warte erstmal ab mit. Hoffentlich auch. Also gerendert sind. Du wartest erstmal ab. Haben wir den Hund gerettet? Ja, ne? Ja. Genau. Aber der kommt gar nicht auf normal nicht mehr, oder? Ich weiß grad gar nicht. Irgendwie spiele ich jetzt gar nicht mehr geschnitten. Na dann. Blendo Granato. Ja, das ist schon der zweite Obermotz, den wir hier fertig machen. Ich wollte gerade sagen, dass der Gegner von der Architektur hässlich ist. Von der Architektur? Ja. Das hat schon irgendwie Style. Ja, es ist geil gemacht. Jetzt kommt er. Ja. Lustig. Also, falls ihr den Hund am Anfang gerettet habt, nicht abgeschossen. ja, wenn ihr abschießt, dann geht's wirklich. Dann hilft er euch bei diesem Bossfight und lenkt so ein bisschen den L-Gigant, also diesen Gegner, ab. Da hinten ist ein gutes Kraut. Ja. Aber du schlägst dich echt sehr gut, muss ich sagen. Oh, ich dachte gerade erst, es wird schon wieder rauskommen, aber. Ja, ja, es war die Rennattacke. Jetzt kommt's. Ja. Ernsthaft? Wow. Kam mir fast so vor, als wäre es easy. Ja. Also wir haben den Schwierigkeitsgrad übrigens nicht verstellt, das geht auch gar nicht im Spiel. Also einmal Schwierigkeitsgrad ausgewählt und man kann sie nicht mehr ändern. Exakt. Und dafür hat das Spiel eine Auto-Checkpoint-Funktion, das heißt, es werden immer kleine Checkpoints erstellt. Wenn ihr halt bei Passagen stirbt, sterbt, ne? Ja. Sterbt, dann werdet ihr halt wieder... 15.000 Krachers, ja. Statt hier quasi im gleichen Raum. Und später im Spiel ist es auch ziemlich gut. Das ist yes. So. Das Feuer sieht auch so geil animiert aus. Das, ja, das ohne Scheiß, das sieht besser aus als teilweise in irgendwelchen anderen neuen Spielen, ja. Spielen auf Xbox 360 oder so. Wobei. Zum Beispiel in Dark Souls, hast du da mal das Feuer angeguckt. Billig. Sieht das hier tausendmal geiler aus. Ich glaube auch, die haben echt richtiges Feuer abgefilmt dafür, oder? Kann gut sein, würde ich nicht ausschließen. Nee, das glaube ich ehrlich, weil so selber irgendwie zu kreieren, ist glaube ich ziemlich schwierig. Das sieht echt realistisch aus. Also Resident Evil hat sowieso nicht das Problem mit Grafik und so. Also die ganzen neuen Resident Evil Teile haben immer richtig geile Grafik. Auch das für den 3DS hat auch noch richtig gute Grafik. Ja, und du musst sehen, echt Resident Evil 1 sogar hatte für die damalige Zeit eine echt pornöse Grafik. Ja.
Guck dir im Vergleich dazu mal Silent Hill 1 an. Ja, da brennen die Augen. Ja. Brennen die Augen, sag ich dir. Oh, ja. Ah, kannst aber. Eigentlich würde ich dich gerne noch bei Silent Hill 3 weiterspielen, so. Und dieses ist auch so ein Spiel, das macht zugucken mehr Spaß als das Spielen, glaube ich. Hätte ich auch nicht gedacht, dass du jetzt noch so Silent Hill Fan wirst. Was heißt Fan? Ich dachte einfach, ist das vielleicht irgendwie so eine Lücke, die ich habe, die gefüllt werden muss. Ja, dann könnte ich dir Sonic anbieten. Nee, ich hab schon mehrmals versucht, ihm eine Chance zu geben, aber dieser verfickte Igel. Hallo. Was denn? Darf ich das F-Wort nicht sagen? Ja, sag verflixt. Dieser verflixte. Dieser verflixte Igel flixt mich einfach jedes Mal wieder. Ja, der flixt dich total, ne? In den. Allerwertesten. Scheiße. Mein Gott, er ist jetzt gruselig. Ey, Alter, sollen wir morgen vielleicht noch ein Double Steak was essen gehen? Nein. Wie nein? Du sagst nein, das ist doch teuer, Alter. Oh, du Scheiße, ich bin nicht so reich. Okay, ich muss mir neuen Freund suchen. Ja, mach das. Nimm doch einfach den. Den Jupp. Nein, den. Du weißt schon. Nein, weiß ich gerade echt. Damit es M anfängt. Achso, das ist aber auch deiner. Jo! Vergiss es einfach. Ja, diese Insignie können wir in diese Tür von der. Ja, ist ein sehr schweres Rätsel. Ich hab beim ersten Mal echt 5 Stunden gebraucht, bis ich es kapiert habe. Ja, du bist doch sowieso so ein Geiler. Spielst du direkt mit der Komplettlösung geöffnet. Video daneben. Nein. Das ist auch geil, ich wollte mal heute noch bei YouTube von The Last Story Music reinziehen. Warum? Warum sollte ich mal das tun? Einfach nur so zum Hören. Und das zweite Video war direkt hier Last Story Final Boss. Also geil. Das Video und dazu. Ich habe mir den nicht angeguckt. Aber ich habe den nicht schon in der Miniaturansicht, konnte ich ihn quasi. Und weißt du jetzt schon, wer es ist? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Kriegen. Ich könnte es jetzt spoilen, wer es ist, aber dann wäre es für dich blöd. Also weißt du es doch. Ich weiß nicht, wer es ist, aber ich könnte die Silhouette könnte ich ja spoilen. Nur halt die Fresse. Okay, es ist Ganondorf. Ja, ich dachte mir, dieser Grug-Anführer, ne? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Wäre zu billig. Ja, das wäre wirklich billig. Aber die Story ist ja sowieso irgendwie nicht so. Ich meine, ja, dieser Ritter-Anführer da, ne? Wie der aussieht und ja, das ist so unauffällig. Wussten. Hä? Wie das ist unauffällig? Ey, guck dir mal die Haare von dem an. Achso, dass der Vater ist. Ja, auf jeden Fall 100. Meinst du das? Ich bin mir 100% sicher. Wurde es bei dir im Spiel gesagt? Nein, aber guck dir das einfach mal an. Die haben genau die gleiche Haarfarbe, genau die gleiche Haarstruktur. Ja, auch irgendwie voll das ähnliche Gesicht. Ja, das ist unauffällig. Das war das Erste, was ich gesagt habe. Das ist so voll, keine Ahnung, der rettet den irgendwie so voll sinnlos und irgendwie er will unbedingt Ritter werden und er ist der Anführer von diesen Rittern. Ja, das ist alles so obvious, ne? Vor allem merkst du es bei Last Story, so richtig prägnant, so welche Leute zur Story gehören, welche da unwichtig sind. Das ist immer so bei RPGs. Die Story ist halt auch echt so. Nettes Kostüm. Ja, und die sieht immer ansehnlich aus. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Ja, wir haben Ashley gefunden. Good work, Leon. I'll get a chopper over right away. Where's the extraction point? Ich wünschte, wir könnten sie einfach hier lassen. Ja. Also, viele Leute sind da genervt von Ashley. Aber ich kann die jetzt koopmäßig, kann ich die jetzt mit dem Gamecube-Controller spielen, ne, im zweiten Slot. Ja. Das ist sehr lustig. Hallo. Hallo. Allerdings, da Mina so ein bisschen schlecht ist. Hallo. Ja, lassen wir einfach die KI-gesteuerte Variante. Nein, das war nur ein Witz, man kann sie nicht steuern. Zum Glück. Also man kann sie schon steuern, aber nicht so, wie ihr es jetzt irgendwie im Multiplayer erwarten würdet. Stirb! Das wiederum macht Final Fantasy. Das macht Resident Evil 5 irgendwie aus. Ja, ich werf heute mit echt mit irgendwelchen Namen von Spielen einfach um mich, damit es toll ist. Ich meinte ja auch Shadow of the. Ja, aber nee, das hat wenigstens gepasst. Castlevania Shadow of the Colossus. Ja, aber das macht einen Sinn. Ja, irgendwie schon. Für die erste Hälfte des Spiels. Nee, aber ehrlich, dieser erste fette Gegner und so und dieser Drache da.
Hallo, das ist voll ja. Shadow of the Colossus. Ups, das habe ich voll gespoilt. Es gibt einen Drachen. Wobei, pardon, Shadow of the Colossus ist besser. Wenn ich es damit comparen würde, was nicht geht. Who are you? If you must know, my name is Osman Sadler, the master of this fine religious community. Ja, da haben wir den Oberhaupt der religiösen Gruppierung gefunden. Soll der Englisch auch Spanier sein? Nee, ich glaube, es ist Russe oder so. Ja, Akzent. Und auch der Name, Osman Sadler. Der Künstlername sagt. Weil Sadler klingt irgendwie englisch einfach. Ich weiß es nicht. Ganz komisch. Wer weiß, was sich die Japaner denken. Wahrscheinlich nicht viel. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. Wieso sagt er das überhaupt? Wieso lassen die nicht einfach zurückkehren? I thought I might bargain with the president for some donation. Ich glaube, das ist wirklich von ihm. It takes quite a lot of money to keep the church up and running. No. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave him the same gift when I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contribution. Ja, der feine Herr erzählt uns quasi, dass er seine Sekte gegründet hat und dass er die Plagaviren irgendwie in Leons und Ashleys Körper gepflanzt hat. Und dass er damit dann die komplette Kontrolle über unseren Körper übernimmt. We got company. Das ist echt die Kundenschlafe, oder was für Schauspieler? Ich hab Schauspieler, wie die Katzen, die gerade so langweilig ist. Okay. You okay? Leon. Also ganz ehrlich, würdest du mit dem Outfit durch die Fensterscheiben springen? Ich glaube, du hättest schon ein bisschen Aua. Meinst du? Aber es sieht verdammt gut aus. Ja, mit dem RPD drauf und so. Ja, genau. Boah, 95 Hit-Ration. Ratio. Zielgenauigkeit. Ja. Nach 12 Minuten, da geht ja noch was. Echt? Ich dachte, wir müssen hier einen Cut machen, weil danach können wir nicht speichern, wenn wir mitten drin sind. Oder wie lang ist der nächste Safe Point? Ich weiß es nicht. Entscheide du. Ja, machen wir halt noch ein bisschen. Ja. Den Luxus gönnen wir uns, ne? Ah, ich glaube, das Dark Souls Let's Play wird echt gut. Ja. Also es ist bisher echt sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Das müsst ihr euch auf jeden Fall auch reinschrauben. Und ich glaube, das Resident Evil 4 Let's Play geht auch noch ein bisschen in Fahrt. Vor allem die ganzen anderen Let's Plays sind irgendwie langweilig, weil wir sind einfach zu gut, ne? Wir sterben ja einfach in keinem Spiel. Ja. Und Dark Souls ist einfach so asozial, dass sogar wir einmal während des ganzen Playthroughs sterben. Ich bin so ein Prolet, ey. Dabei bin ich schon heute irgendwie dreimal abgenabelt. Viermal. Ja, ich bin auch mehrmals abgeschossen. Ist aber normal im Spiel. Also es gibt manche Stellen echt, da kann man es nicht wirklich vermeiden, weil man Pech hat. Ich bin ja schon allein bei einem Boss zweimal, dreimal. Ja, aber ich sag einfach, bei Dark Souls ist es auch manchmal so falsche Zeit am falschen Ort. Ja, mitgehangen, mitgefangen, ne? Ja. Oder mitgefangen, mitgehangen. Ich weiß nicht. Macht beides Sinn. Welcome. So. Got some rare. What are you selling? Was verkaufst du? I'm selling this. And also nothing else. That what are you buying? What are you buying? This. Oh ja. Dies Geist ist meine Lieblingspistole. Übrigens, man findet ja so Schätze in dem Spiel. Und diese Schätze haben manchmal auch Aushöhlungen, wo man andere Schätze reinpacken kann. Also du kannst irgendwie Kristalle in eine Maske packen oder irgendwelche Katzenaugen in irgendeinem Krug und sowas oder eine Krone und da Zacken dran tun. Und wenn ihr das macht, dann steigert ihr damit den Wert des Items und könnt es natürlich für einen sehr horrenden Preis verkaufen. Und, ja, mal die ganze Kacke hier.
das ist halt sehr geil. Sogar, also ich finde das System auch mit diesen Orten und so ist echt eine schöne Sache. Ja. Das finde ich schöner als so ein langweiliges Menü, wo du einfach alles drin gepackt hast. Du hast halt so ein bisschen, musst auch überlegen, was du mitnimmst, weil du kannst nicht alles mitnehmen, weil du begrenzten Platz hast. Ja. Das ist ein bisschen Diablo-mäßig, ne? Ja, so bedingt, ne? Doch, eigentlich schon. Nur da wäre man echt King, wenn man Sachen drehen könnte. Ja, kann man nicht, ne? Die haben alle eine festgelegte. Quasi, wenn du so einen voll langen Speer findest, der ist dann so quer in dem Inventar drin und nimmt den ganzen Platz weg. Das ist so wahnsinnig. Hallo? Was ist es denn? So. Haben wir alles untergebracht hier. Wo hast du die andere Pistole? Damit ich sie jetzt verkaufen kann und nicht einfach wegschmeißen muss. Ach so, ja gut. What are you selling? Ich dachte, du wolltest zwei Pistolen haben. Nee, nee. Finde ich auch schade, dass man nicht zweihändig wählen kann. Is that all strength? Was sollte das bringen? Ja, okay, mehr Kapazität. Und ja, mehr Kapazität und verschiedene Stärken. What are you buying? Ja, wozu zwei verschiedene Stärken? Ja. So, is that all stranger? Thank you. Is that all stranger? Thank you. Aber überleg mal, du könntest auch einfach mit mir zu Burger King fahren und du könntest einfach zugucken, wie ich das Ding esse. Das würde dich dann auch so ein bisschen befriedigen. Du würdest wenigstens den Geruch in der Nase haben. Mein schwitziges, fettiges Gesicht muss da reinbeißen und sich komplett in den Burger vergrämt. Oh, so ein bisschen macht mich das schon geil. Nein, bitte nicht. Come back anytime. Hm? Was? Was sollte das sein? Ey, du hast echt so schlechtes Erinnerungsvermögen. Ich glaube, ich habe einfach nur deine Zeichensprache nicht erkannt. Das, worüber wir geredet haben auf dem Rücken. Ja. Crazy. Oh, precious food. Thanks, buddy. It's okay. No, that's what I'm talking about. Wow! Ja, die nicht vorhandenen Viewer haben übrigens keinen Schimmer, worum es geht. Es ist einfach nur Insider-Wissen. Gebt einfach bei YouTube Sticky Buddy ein. Read-up. So herrlich. Das ist ohne Scheiß, das ist die schönste Sache, die existiert auf dieser Welt. Neben dem Double Steakhouse. Und neben einem gewissen Butterbuck. Und auch neben hier Worst Voice Acting in Video Games. Ja, stimmt. Das ist auch gut. Boah, du schießt aber auch extrem daneben. Ja, ich weiß auch nicht, ist so dunkel. Ja. Ja, ist es nicht dunkel. Aber wenn du die Augen auffasst, ist es nicht dunkel. Was, du laberst? Ey, was zur Hölle passiert? Wow, es ist ja sehr glorreich hier. Die Pumpgun und schieß einmal rein. Ja, dann kill ich leider Mrs. Man. Und Ashley. Ja, Problem ist, ich weiß ihren Namen, ich habe extra Mrs. Man gesagt, weil ich sie so sehr hasse. Ja, jetzt sind die Gegner natürlich nicht nur unter euch hier, sondern auch unter Ashley. Du hast ja gerade Palim gesagt. Hat die gar nicht. Oh, du bist dumm. Ey, guck's dir gleich nochmal an. Palim. Palim. Okay, hast recht. Da, schon wieder, hast du gehört. Dalle, sagen wir. Nein, der hat Palim gesagt. Okay. 18 Minuten, ne? Ja. Ja. Der ist tot. Praktisch. Ja. Und hier noch so ein Kettensägen-Typ, oder? Hätten sich echt reinfahren können. Boah, auf Hudson 2, oder? Ashley kann nicht da reintreten. Doch, klar. Na gut. What the fuck? Anstatt, dass die mir mal da raushilft, ey. Ja, und vor dieser Tür machen wir einen kleinen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert, liked und schraubt euch den nächsten Tag an. Bis dahin, tschüss. Tschüssi.